Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ein Video, wo viele von euch vielleicht sogar schon mal drauf, also ich wurde schon auf jeden Fall schon ein, zwei Mal drauf angesprochen. Wir wollen in einer kleinen Extra-Videoreihe, also erwartet ihr jetzt nicht, dass, ne, das wird jetzt nicht so eine Big Bang Theory mit 11 Staffeln oder so, sondern ab und zu einfach mal unsere Autos zeigen. Und mir ist schon vor längerem aufgefallen, dass noch keins meiner eigenen Autos oder das Auto von Jonas oder, naja, Maurice ist ein bisschen kamerascheu, aber auf jeden Fall, dass ihr unsere eigenen Autos eigentlich gar nicht so richtig kennt, außer mal vom Foto oder wenn ihr die Autos halt auf dem Treffen gesehen habt. Deshalb fangen wir damit heute an und wir beginnen mit meinem Civic, wie ihr hier seht. Und dann muss ich ein bisschen ausholen, weil ich war schon immer, bin ja immer noch ein riesen Honda-Fanboy und gerade Civics und gerade EG-Baureihen. Also ich habe ja noch, auch noch einen EJ, den habe ich aber nur, wenn Turbo eingetragen ist. Ich hätte lieber ein EG, also falls einer eine EG-Karosse mit Turbo-Eintragung gegen eine EJ-Karosse mit Turbo-Eintragung tauschen möchte, kann er sich gerne melden. Und mein EG ist halt ein echter EG6, also ist kein Swap, sondern ist schon von Geburt an EG6. Den habe ich vorletztes Jahr, glaube ich. Wann habe ich den gekauft, weißt du das? Also ich war noch nicht hier. Okay, dann war es vorletztes Jahr. Irgendwann Oktober, November oder so habe ich den gekauft. Ja, stimmt, letztes Jahr haben wir ihn umgebaut. Da sah der, muss mal gucken, vielleicht finde ich noch ein Bild, wie er vorher aussah, dann blende ich das jetzt hier kurz ein. War so ein bisschen komische Schürzen dran, vorne, hinten, irgendwie war das alles nicht so richtig geil. Richtige Bude. Ja, eine Bude, ja. So, Budenbericht. So, er war aber günstig und ihr wisst ja, heutzutage in EG6 zu finden, original, nicht geswappten, 5, 6, 7 kann man dafür ausgeben und dann ist der nicht im perfekten Zustand. Also bei Kleinanzeigen kannst du das doppelt einfach erwarten. Zumindest wenn die Leute die reinstellen. Ja, ja, gut, du kannst so einen Bausatz, es stimmt, so ein Bausatz ist gerade drin für 5,5 und ansonsten so 7, 8, 9, wie auch immer, auf jeden Fall viel Geld. Und ich habe den Wagen unheimlich günstig bekommen, habe irgendwie ein bisschen was über 3 dafür bezahlt, lief allerdings nicht. So, hat sich dann am Ende rausgestellt, es war nur irgendwie, ich glaube, das sind Verteiler und Zahnriemen war nicht, irgend so ein Kleinkram. Haben wir wieder gemacht, dann bin ich ihn erstmal irgendwie so einen Winter gefahren und dann haben wir ihn letztes Jahr halt umgebaut, weil mich dieses ganze Kanjo-Thema, das nervt ein bisschen, ne? Ein bisschen. Ich mach den mal kurz aus. Wo waren wir? Kanjo. Genau. Wir haben dann, letztes Jahr haben wir das Auto umgebaut, so ein bisschen Kanjo-Style, wie auch immer. Ich finde dieses ganze Thema einfach cool. Ich würde natürlich niemals so schnell auf öffentlichen Straßen fahren, sowas macht man nicht. Hör auf zu lachen. ich finde den Style halt einfach gut. Und noch so ein kleiner Side-Fact, warum dieses Auto, ist für einen oder anderen vielleicht nicht verständlich, aber für mich ist dieses Auto genauso viel, hat den gleichen Wert wie mein Datsun oder mein Legacy. Also es ist, hat für mich kein finanziell, natürlich hat es einen finanziellen Wert, aber der interessiert mich nicht. Sondern mir gibt das Auto einfach unheimlich viel, weil es unheimlich viel Spaß macht. So, Plan war eigentlich, dass wir daraus so einen schönen Sonntags, ich fahre ein bisschen durch die Gegend Civic bauen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, das hat nicht funktioniert, weil ich alles an diesem Auto irgendwie aus PU gelagert oder Alu oder irgendwie so ausgewählt habe, was so im Nachhinein vielleicht gar nicht so die allerschlauste Variante war. Dementsprechend wird das Auto jetzt eigentlich mehr irgendwie so ein Spaß-Wochenend ab und zu mal, wenn meine Frau keine Lust hat, mit mir durch die Gegend zu fahren, wenn ich alleine fahren kann, oder Trackday-Auto. Weil mittlerweile, auch wenn es noch, man kann damit auch durch die Gegend fahren, aber wir haben zum Beispiel keine Servolenkung mehr, wir haben kein ABS, wir haben Vollschein, Sitz aktuell noch, irgendwann mal Sitz C, keine Servo mit 195, 55er Semi-Slicks, kann ich euch sagen, fährt sich nicht so geil in der Stadt. Macht aber halt unheimlich viel Spaß, wenn er gefahren wird. Genau, das war der wichtige Side-Fact. Erstzulassung an meinem Geburtstag, also meinem 7. Geburtstag, nicht an meinem ersten, aber an meinem 7. Geburtstag, ist auch noch so ein Ding, was, wenn man, ja, ich glaube, klingt ein bisschen doof, aber ich glaube, das Auto sollte halt auch einfach zu mir. So, ich wollte es einfach mal zeigen, weil es ist, wie man sieht, ja, ein bisschen was umgebaut. Worauf wir vielleicht gleich eingehen sollten, das ist nicht unser Legalitätsvorführmodell. Also eigentlich ist alles, was da dran ist, eintragbar, vielleicht in irgendwelcher abgewandelter Form. Da ich das Ding, wie gesagt, hauptsächlich für einen Track benutzen will, soll auf jeden Fall jetzt hier nicht Thema sein. Wollen wir außen einfach einmal rumgehen? Einmal anfangen? Okay, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja, ne? Fangen wir doch mal vorne an. Was hast du denn vorne umgebaut? Also, genau, fangen wir vorne an. Deshalb habe ich diesmal auch wieder meinen Zeigestab.
Abgesehen von dem, wie ihr seht, Beklebungskonzept, was eigentlich so ein umgedrehtes Advent-Design ist. Ich fand das Advent-Design total geil, aber ich musste ihn hinten schwarz machen, weil Civic-typisch er hinten an den Radläufen ein bisschen gerostet hat. Es war nicht so schlimm, also man musste auch nicht, ich musste auch nichts raustrennen, aber ich musste es halt sauber machen, schleifen und so weiter. Da habe ich mir gedacht, für ein Track-Tool, warum soll ich ihn jetzt neu lackieren? Hinten Folie drüber. Deshalb ist er hinten schwarz und vorne rot und nicht so wie die Advent-Autos, vorne schwarz und hinten rot. Hat Martin aber auch gut hingekriegt. Das sieht gut aus. Ja, es sieht halt... das Auto ist noch nicht fertig und es ist auch nicht zwingend immer für schön gebaut, sondern es soll einfach Spaß machen. Tut's. Fangen wir vorne an. Wir haben natürlich Möhrchen, also die orangen Blinker. Das gehört einfach an Civic, haben wir das nicht. Geht gar nicht auf. Wir haben eine, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Style? Moon? Spoon? Uff, gute Frage. Ja, halt irgendeine Lippe. Wir haben hier diese Intake-Dinger, die fand ich schon, die hatte ich schon mal an einem Civic und ich finde es einfach, finde die Optik einfach, ich habe sie auf beiden Seiten, hier ist leider so ein bisschen das Nummernschild vor. Ich finde die Optik einfach gut, das sieht einfach von vorne total wichtig aus. Diese Löcher hier, die seht ihr ja oft, wenn ihr euch mit Kanjo beschäftigt, seht ihr das relativ häufig. Denkt man im ersten Moment, was ist das für ein Schwachsinn, warum baut der Löcher an seine Dings? Nein, das ist nicht wegen dem Gewicht, das ist völliger Blödsinn, aber dahinter sitzt der Kühler. Also in der Theorie könnte das sogar was bringen. Ansonsten optisch, Front, das war es schon fast. Wir haben, dann fahren wir, JR12 war das, ne? Ich kann das nicht mehr bei meinen eigenen Autos. Wir fahren JR12, ich meine in 8er Breite, ich weiß es aber gar nicht genau, ich glaube ja. 8er Breite und ein 195, 55er Yokohama Advin RS, nee, wie heißt das Ding? AD08 RS, also ein Semi-Slick. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Reifen, macht auch, also er sieht nicht nur geil aus, sondern er macht auch wirklich Spaß. Dass da was wegrutscht, ist sehr unwahrscheinlich, aber ich fahre ihn auch nicht im Regen. Also ich glaube, auf nasser Straße, grenzwertig. Dann haben wir Spoon-Style Carbonspiegel. Natürlich Window Wizards, die schon dran waren, sonst hätte ich sie nämlich noch dran gebaut, finde ich nämlich immer cool. Machen wir hinten weiter, hinten haben wir auch noch ein bisschen was. Hinten haben wir neben einem immer noch gammeligen Stopfen, wo mal der Wischer war, das muss ich auch nochmal neu machen irgendwann, haben wir einen Spoon-Style Carbon-Spoiler. Die Heckklappe ist kein Carbon, auch wenn es so aussieht. Und ja, das ist Fake und das ist bla 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 bla. Ich finde die Optik einfach geil. Wenn ich mal eine Carbon-Klappe dafür bekomme, aber ich glaube nur die von Cybern kann man wirklich nutzen, weil alles andere ist so, das passt nachher nicht, würde ich mir auch eine kaufen. Ich finde aber irgendwie, optisch passt es einfach zum Auto. So, auch wenn es fake ist. Egal. Und ich weiß gar nicht, ob die einen Namen haben, halt so Facelift-mäßige Rückleuchten. Einfach, ich finde orange Blinker immer geil. Die originalen Heckleuchten sind aber einfach hässlich. Geht gar nicht. Ja, und ansonsten war es das optisch auch schon. Es sieht natürlich trotzdem krass aus. Also wenn man das Auto so auf der Straße sieht, im normalen Verkehr, das passt da halt einfach irgendwie nicht rein. Das ist irgendwie falsch. Das hier unter ist übrigens auch nicht unbedingt, nicht immer förderlich. Aber bisher wurde ich auch noch nicht angehalten. Was wir hier noch sehen, ist der Enscher-Dämpfer. Zur Abgasanlage an sich kommen wir nachher noch. Das ist auf jeden Fall ein Megan Racing Enscher-Dämpfer. Ich glaube, wir müssen drunter gucken. Oder wollen wir erst unter die Haube gucken? Erstmal Haube. Erstmal Haube. Mach mal Haube. Wir hätten auch noch innen machen können. Wie müssen wir jetzt gerade innen machen? Wir machen innen. Guck mal einfach hier rum. Innen ist ja jetzt auch nicht so mega viel. Ich glaube, ich muss nachher den Akku wechseln. Oh, gucken wir mal. Also, was sehen wir hier innen? Wir haben einen Bimaco Futura Rennsitz. Warum haben wir diesen Rennsitz? Ganz einfach. A, finde ich die Qualität sehr in Ordnung und vor allen Dingen für den Preis. So ein Sitz kostet, glaube ich, irgendwas bei 350 Euro. Und es ist so ein XL-Sitz, weil ich bin 1,90 und deutlich schwerer als 70 Kilo, also wie der Durchschnittsjapaner. Dementsprechend brauche ich halt einfach einen Sitz, wo ein bisschen Platz drin ist. Dazu fahre ich Momo-Lenkrad, weil das, finde ich, das perfekte Lenkrad für dieses Auto ist. Das mag auch jeder so sehen, wie er will, aber ich finde es geil. Das ist das gleiche wie das Spoon-Lenkrad. Ich glaube nur bei, ich weiß nicht, gab es das Spoon in Wildleder? Keine Ahnung. Wirklich? Wirklich. Dazu so ein K-Tune-Style-Shifter, da soll auch noch mal irgendwann was anderes rein. Aber das funktioniert erstmal. Da die Takatas hat man eben gesehen, also den Takata-Gurt.
weil ich habe auch schon einen zweiten Sitz für die Beifahrerseite, aber den muss ich meinem Kumpel Cedric leihen. Ich glaube, wenn das Video online ist, hast du ihn schon oder er ist schon unterwegs. Dementsprechend habe ich aktuell nur einen. Reicht aber. Wir können noch mal hinten reingucken. Da zieht sich ja dieses ganze Racecar-Thema so ein bisschen weiter. Das finde ich auch so geil beim EG, diese zweigeteilte Heckklappe. Ja, das ist auch cool. Also, so ganz fertig sind wir hier noch nicht. Einer der Vorbesitzer kam mal auf die Idee, dass es gut wäre, den ganzen Innenraum mit so komischen Dämmmatten abzukleben. Ja. Vorbesitzer, das war eine super Idee. Ich muss den ganzen Mist jetzt nämlich wieder rauskratzen. Ansonsten, Ultra Racing Domstrebe und Ultra Racing, keine Ahnung, Rear Upper Adjustable Bar. Ob die oben was bringt, weiß ich nicht, aber sie sieht cool aus. Hier sieht man ja zum Beispiel, hier habe ich mir noch die Mühe gemacht und die in so einem schwarzen Wrinkle gepulvert, seht ihr nachher auch unter der Haube. Der Plan war halt mal ein anderer, ne? Der Plan war, es soll schön aussehen und so einigermaßen vernünftig fahren, dass man damit durch, ja, jetzt ist es halt ein Rennwagen geworden. Deshalb auch nur, weil ich unbedingt vorher, ich hatte nämlich bis letzte Woche noch meinen kompletten Innenraum drin, also auch hinten, weil ich den, logischerweise jeder, der einen EG6 von innen kennt, weiß, ist ziemlich cool mit dieser Rückbank, die man so umklappen kann, hat man eine gerade Fläche, hat da noch so ein Fach drin, hat auch nur der EG6, also EG3, 4 und 5 nicht. Nur aus diesem Grund habe ich auch die Optima-Batterie da hinten drin liegen, weil das die einzige Batterie war, die unten in die Reservebrandmulde reingepasst hat, wobei ich noch ein gutes Gewissen hatte, sie liegend zu montieren, weil mit normalen Bleisäurebatterien sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Und so konnte ich noch meine originale Kofferraumverkleidung einbauen. Ja, toll. Jetzt ist die Kofferraumverkleidung nicht mehr drin und ich habe eine sackteure Batterie da hinten drin. Aber ich muss sagen, die ist auch wirklich gut. Also selbst wenn das Auto jetzt so über den Winter die ganze Zeit steht, eine Anlassumdrehung und an. Das ist schon cool. Ansonsten sehen wir hier hinten, da vorne ist noch das, ich glaube, das ist unser ABS-Steuergerät. Das muss auch noch raus. Und naja, diese ganzen Matten müssen noch raus. Dieser ganze überflüssige Trödel, der hier hinten drin ist, den kein Mensch braucht, den werde ich irgendwann nochmal rausrupfen. Wir haben übernächsten Monat den ersten Trackday mit dem Auto. Und wahrscheinlich fallen mir danach noch ganz viele andere Sachen ein, die ich noch unbedingt machen muss und die noch unbedingt anders sein müssen. Aber so funktioniert das erstmal schon ganz gut. Jetzt gehen wir nach vorne. Auch hier sieht man, dass die Pläne für das Auto anders waren. Hätte ich von Anfang an mit dem Rennwagen geplant, hätte ich mir diese Mühe hier nicht gemacht. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon ziemlich geil. Also, wie ihr seht, ist mein Motorraum ziemlich clean. Wir haben eigentlich fast alles rausgeschmissen, was nicht unbedingt sein muss. Hier zum Beispiel, und hier sieht man das auch, kannst ja mal da filmen. Ich stehe ja zu meiner Doofheit. Wir haben halt die Dome komplett glatt gemacht. Logischerweise muss man dann immer ein bisschen Spachtel auftragen. Da ich verstellbare Querlenker oben fahre, und ich mich für ein nicht wirklich geeignetes Modell entschieden habe davon, war es dann halt so, dass wenn du fährst und zu hart durch ein Schlagloch, dass dann der Querlenker nach oben quasi mit den Schrauben, weil die Schrauben zum Verstellen des Sturzes oben drauf hat auf dem Querlenker und dann bumm von unten quasi in den Dom gehauen hat. Ich habe diese Dome schon zweimal neu lackiert. Jetzt habe ich einen Satz neuer Querlenker, die werde ich auch irgendwann mal bei Gelegenheit einbauen. Eigentlich muss ich den wieder zur Achsvermessung und die ist ziemlich aufwendig, weil das hat ein Kumpel von mir vermessen, so dass es halt auch vernünftig fährt. Und dann werde ich sie auch noch ein drittes Mal lackieren, aber das ist ziemlich lästig, kann ich euch sagen. Ja, ansonsten sieht man es glaube ich ganz gut. Wir haben, wie gesagt, alles rausgeworfen, was nicht unbedingt sein muss. Wir fahren jetzt so einen Code Air Intake, das ist auch noch nicht die Endlösung, aber das funktioniert. Motorlager hier zum Beispiel und hier. Ist natürlich alles PU, hier unten die Pendelstützen sind auch PU in Alu gelagert. Technisch ist noch nicht so viel passiert, wir werden den Motor irgendwann mal aufmachen. Also ich hatte ihn nicht auf, wir hatten ihn nur auseinander und haben halt alles sauber gemacht. Also es ist ein serienmäßiger B16A2. Performance Upgrades, wir haben einen Megan Racing Krümmer mit einem 2,5 Zoll Ausgang. Wir fahren also eine komplette 2,5 Zoll Abgasanlage von vorne bis hinten. Mit einem Megan Racing Krümmer, 200 Zellen Cut, ein Skunk 2 Mittelteil vom Integra, weil war da und halt den Megan Racing Engine Dämpfer. Ansonsten habe ich hier vorne ja Kabel versteckt, der Batterie habt ihr ja gesehen, das Kofferraum, Sicherungskasten ist im Handschuhfach. Alles, was irgendwie überflüssig war, was man nicht braucht, wie zum Beispiel ABS, ist rausgeflogen. Weiß gar nicht, was ist da noch so passiert.
keine Ahnung. Alles versteckt, was man nicht braucht, und ich wollte halt eine so clean Optik. Ich mag es einfach, wenn Motorräume clean sind und dieser ganze Fille, falls den kein Mensch braucht. Ihr habt es ja mal mit Tegra gesehen, falls nicht. Ich habe gelernt, hier verlinke ich und nicht da. Könnt ihr es euch da auch nochmal angucken. Ich mag diese Optik einfach. Dazu fahren wir halt einen Mishimoto Wasserkühler mit Fanshroud logischerweise. Ich werde mal wahrscheinlich noch vorm Track Day mal einmal eine Öltemperaturanzeige nachrüsten, um mal zu gucken, wie sich das so verhält. Weil ich nämlich nicht weiß, wie warm das Öl wird, wenn er wirklich mal Feuer kriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass er schon relativ warm wird. Dann kommt auf jeden Fall auch noch ein Ölkühler rein. Aber ansonsten soll das Ding jetzt erstmal einfach nur so fahren. Das macht es auch ziemlich gut. Wenn irgendwann mal mit dem Motor was ist, ja, dann reißen wir ihn einmal auseinander, bauen ihn auf und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Verdichtung geben, eventuell einen B18-Kopf oder zumindest B18-Nockenwellen. Je nachdem, mal schauen. Ich muss aber persönlich sagen, mir gefällt das Auto von unten am besten. Also der Motorraum ist schon cool, aber unten ist noch schöner. Deshalb werden wir es jetzt einmal kurz aufbocken und sehen uns dann gleich unter dem Auto. Also gucken wir einmal unter das Auto. Wie man, glaube ich, ganz gut auf den ersten Blick sieht, haben wir uns beim Zusammenbau oder vor dem Zusammenbau ziemlich viel Mühe gegeben und haben einfach mal alles gepulvert, was es so unterm Auto gab. Oder so gut wie alles. Natürlich halt auch komplett PU-Buchsen. Die Antriebswellen zum Beispiel habe ich komplett neu gekauft, weil Antriebswellenmanschetten waren irgendwie gar nicht da. Wir fahren die originale Bremsanlage, also 262 mm vorne und 242 oder 240 mm oder so hinten mit Stahlflexschläuchen. Allerdings mit geschlitzgelochten Scheiben und Ferrodo DS Performance belegen. Und ich muss sagen, absolut ausreichend. Klar, so ein Integra-Upgrade oder so kann man auf jeden Fall machen. Und so eine Spoonbremse ist einfach geil. Aber also es reicht. Bisher. Mal gucken, was ich sage, wenn wir den ersten Track hier hinter uns haben. Aber es ist auf jeden Fall, ist das schon ganz anständig. Da oben sieht man auch meinen Stoßversteller, inklusive dem Einschlag, den er gemacht hat. Das ist halt, wie gesagt, nicht so ideal. Ich kann euch das Modell mit den Schrauben oben drauf wirklich nicht empfehlen. Zumindest nicht, wenn ihr ein bisschen tiefer fahrt. Und das Auto ist jetzt nicht wirklich tief, aber naja. Ansonsten, was gibt es hier unten noch? Ja, wir fahren Megan Racing Stabi vorne, ich glaube 32 mm oder so. Das ist, also, ist glaube ich, auch der dickste Stabi, den es für dieses Auto gibt. Wenn ich mit dem Wagen irgendwie zum Beispiel auf einen Bordstein fahre, dann und schräg drauf fahre, kann es auch sein, dass ein Rad hinten in der Luft steht. Also er ist schon straff, aber er ist nicht knüppelhart, oder? Du bist hier auch mal gefahren. Er ist hart, ja, aber ich finde, er ist nicht bretthart. Alles wackelt, alles rappelt. Nein, der ist nicht bretthart. Also ich finde nicht. Nee, zum Fahren ist das okay. Ja. Na, wir haben halt auch hier zum Beispiel Schaltgestänge, ist auch PU gelagert, da soll aber halt irgendwann ein Shortshifter rein. Und natürlich haben wir auch das Schaltgestänge an sich Pulver beschichtet. Wir haben natürlich auch unser Hitzeschutzblech Pulver beschichtet. Das ist alles ein bisschen überflüssig, ja, bin ich bei euch, aber ich wollte es halt unbedingt haben. Hinterachse gleiches Spiel. Was ich jetzt gerade sehe und was mich so ein bisschen nervt, ist, dass hier die Schrauben zum Beispiel schon wieder so aussehen. Wir haben teilweise, hier sieht man das, neue Schrauben genommen. Da habe ich von jemandem aus Hamburg nochmal, falls du das siehst, vielen Dank, eine riesen Kiste voller Schrauben gekriegt, die neu gelb verzinkt waren. Super geil, hat allerdings nur blöderweise nicht für alles gereicht. Ja, Hinterachse, wie ich sagte, logischerweise auch Stahlflexleitung. Alu-Querlenker. Hier fahren wir, ich glaube, weiß nicht, 16 mm Stabi oder so, auch vom Megan Racing. Da war es gar nicht so einfach, eine Koppelstange zu bekommen. Und wenn ihr die Koppelstange seht und schon mal an einen T5 geschraubt habt, dann kennt ihr die. Das ist nämlich eigentlich, wie gesagt, vom VW-Transporter. Aber das war, wir brauchten eine Koppelstange und die hat gepasst und das haben wir die bestellt. Haben wir noch gar nicht gesagt, Fahrwerk, logischerweise BC. Ja, hier hinten haben wir so eine ASR ist der Originalhersteller, halt so eine Aufnahme-Sprays heißt das, glaube ich, heutzutage für den Stabi und hier noch eine Megan Racing Domstrebe. Ob ich es mit den Domstreben ein bisschen übertrieben habe, vielleicht, aber ich finde es irgendwie gut. Und es fährt sich auch wirklich saugut, also es macht richtig Spaß, das Auto. Hier zum Beispiel sieht man, was passiert, wenn der Vorbesitzer der Meinung ist, man müsste unbedingt einen Doppelauspuff fahren. Normalerweise ist das ja hier zu. Naja, da hat er mal ein Stück rausgeschnitten, aber gut, muss man mit leben. Wenn du hier mal reinguckst, da sieht man auch das Fahrwerk und da sieht man halt auch, fahre ich logischerweise auch hinten, Sturzversteller, die vorderen Lenker sind auch einstellbar. Also das war schon so geplant, das Auto so fahrbar wie möglich zu machen und dementsprechend hat er auch eine ziemlich aggressive Achsvermessung und ja, fährt wirklich ziemlich gut.
liebe dieses Reifenprofil. Was hast du? Schon schön, ne? Ist schon gut. Passt auch, finde ich. Also ich finde, wenn man Civic fährt, muss man auch einen Yokohama Slick fahren. Im Idealfall. Kostet allerdings auch ein bisschen mehr als so ein Federal, wobei der Federal auch echt gut ist. Abgasanlage habt ihr, glaube ich, gesehen. Wie gesagt, eine Mischung aus Skunk 2, Megan Racing und dem 200-Zeiler Cup mit E-Zeichen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, sonst sind wir hier unten eigentlich auch schon durch, oder? An sich schon. Ja, wie ich sagte, eigentlich gefällt mir das Auto von unten am besten. Jetzt muss man aber sehen, natürlich wird das halt auch gefahren. Also man müsste sich jetzt im Prinzip hinstellen und erstmal alles wieder sauber putzen. Dann sieht es echt richtig geil aus. Ich packe euch mal ein paar Fotos rein, wie das aussah, als wir es gerade zusammengebaut haben. Aber ja, mein Gott, es ist halt ein Auto. Es wird auch benutzt. Und dieses Auto wird auch wirklich nicht geschont. Ja, dann sieht das halt manchmal so aus. Das war es jetzt auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt so ein bisschen einen Einblick gekriegt, wie mein EG6 halt so ist. Da werden noch einige weitere Veränderungen kommen. Mal gucken, wenn wir es irgendwie zeitlich hinkriegen, werden wir sie auch immer wieder zeigen. Ich werde auch, wenn wir auf den Track fahren, mal unsere Kamera mitnehmen, weil ich glaube, also es ist für mich auch interessant und wenn es für euch interessant ist, lade ich es einfach mal hoch. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sprechen wir, also bei der nächsten Mal in dieser Videoreihe, sprechen wir dann, glaube ich, mal über Daisy, also über meinen Breitbau oder über den Forester, wobei der Forester ist einfach nur breit, also gut, einfach nur breit. Schauen wir mal. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne liken und Glocke und teilen und kommentieren. Ihr könnt auch in die Kommentare, schreibt einfach mal rein, was, wenn ihr Track-Erfahrung habt, was ihr meint, was noch wichtig wäre. Ich werde auf jeden Fall noch ein Käfig kommen und ja, dann gucken wir mal. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Habe ich noch was vergessen? Spontan wüsste ich nichts. Spontan wüsste er nichts. Wenn Stifti nichts weiß, dann habe ich auch nichts vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.